Hallo liebe Leute und willkommen zu Unforgiving, a Northern Hymn. Das ist wieder mal ein schönes Gruselspiel, wo wir ein wenig in die nordische Mythologie eintauchen dürfen. Ist aus Schweden das Ganze und ja, bin gespannt. Haben wir ja schon mal eins gespielt, ich fand's sehr cool. Der Stream ist auch dabei, ich werde jetzt aber nicht so viel mit den Leuten im Stream reden. Macht euch also keine Sorgen, es geht hoffentlich keine Stimmung flöten. Intro jetzt. Hallo, der Lukas. Hej. En bit från stan, typ en timme från stugan kanske. Ja, det är lite blött på vägen. Okej. Okay. Försiktig. Ich bin in einer unschönen Lage. Jag vet, men du kan vara lugn. Mm. Jag har varit där förr, jag vet vad som behöver göras. Jag vet. Aber ich kann nicht viel machen, um mich zu befreien, ha? Wir kämpfen imot lite, men ja, ja, jag fick min. Något åt det hållet, yes. Ta henne dit och men jag bryr mig faktiskt inte om vad han har att säga om det här. Jag har ingen aning, men något måste göras åt det här. Som jag sa, någonting måste göras åt det här. Jag kan inte fortsätta på samma sätt. Ja, klart som fan jag kan. Ja. Någon måste ju ta tag i det här, inte så att ni gör något. Det kommer funka. Jag har med mig allt som behövs. Wow, var det ett Totenkopf? Dreht jemand mal gegen Kopf? War eine schlaue Idee, dem Fahrer eins gegen den Kopf zu treten, wenn man noch gefesselt ist. Ist ein bisschen dunkel, oder? Kann ich es etwas heller machen vielleicht? Geht das? Irgendwie Schwedisch. Vad fan? Vad i helvete? Gjorde du det där för? Du har kraschat min bil. Jag? Alltså... Vad fan håller du på med? Oh, jag kan inte fatta. Du fucking kidnappade mig. Jag kidnappade dig. Lukas, vad fan är det du håller försökte... på med? Hjälpa dig. Vi var på väg mot stugan, okej? Okay? Du hade inte följt med om du visste varför vi skulle dit. Och varför inte då? För att du... Därför att du har ett problem. Du. Jag har ett problem. Du är helt seriös. Ja. Ja, jag har ett problem. Du är mitt problem. Det här är mitt problem. Att vara fast i en skog mitt ute ingenstans med min idiot till brorsa. Det är mitt jävla problem. Jag ville bara hjälpa dig, men... Du och din jävla hjälp kan ta och dra men... åt helvete, Lukas. Det spelar ingen roll nu, jag... Vi borde börja röra oss. Ja, gärna. Ju snabbare vi kommer härifrån, desto bättre. Wenn das VR wäre, ich würde jetzt schon kotzen. Ganz ehrlich. Olia, kannst du bitte mal das Spiel ändern? Ich hab's eigentlich geändert, meine ich. Das wäre lieb von dir, danke. Ey, lauf doch nicht so schnell. Ja, hör dir das an. Selbstsüchtiger Fick, übrigens. Du bist ein selbstsüchtiger Fick. Oh, ich muss den Stick gedrückt halten, dass ich renne. Das ist ein bisschen... Naja. Oh Gott. Jetzt kommen Trolle und was nicht alles, ne? Hoppel, ich bräuchte bitte mal die Taschenlampe. Kannst du mir die Taschenlampe geben? Leuchtest du unkontrolliert damit? Warum hat er sie entführt? Lukas, vänta. Förlåt att det blev så här. Jag vaknade och jag visste inte vart jag var. Jag blev så rädd och allt bara hände så fort. Och... Jag vet inte, jag tänkte heller. Jag ville bara hjälpa dig med ditt beroende. Mm. Ja, först måste vi ta oss ur den här skogen, sen... Ja, vi får prata om det när vi kommer hem. Okej. Okay.
Det här påminner mig om skogen på det där lägret på Galion. Du vet, utanför den där sjön. Örken. Ja, du kommer ihåg det alltså. Ja, jag får fortfarande mardrömmar om spökvandringen på det lägret. Vad fan var det? Vi borde verkligen ta oss härifrån. Ich meine, ich war schon in Schweden, aber da war das nicht so schlimm mit den Zargengestalten, die einen dann irgendwie im Wald die ganze Zeit überraschen. Errol. Lukas, gib mir mal die Taschenlampe, bitte. Strömmen kan jag föra hur långt som helst. Ja, alla de där åren på scoutlägren här, vet du. Lärde mig någonting i alla fall. Oh, die Facecam wieder an. Ich glaube, das ist beim Horrorspiel gar nicht so schlecht. Ah! Wir sind Fliege ins Ohr, das kenne ich. Widerlich. Hey, mach doch mal nicht weiter. Ich habe mich noch nicht umgesehen, du blöd Mann. Ich bin froh, dass du auf alle diese kommer vara klar när vi kommer ut ur den här skogen. Ich verstehe immer nicht so ganz, was der von mir wollte. Der hat mich entführt, aber durch diese tolle Lokalisation weiß man nicht. Da weißt du gar nicht, was hingeht. Na, wie schickt denn? Habe ich hegte. Habe ich am rechten Stick drücken. Ah, sehr gut. Ja, hol die Lampe an. So. Die Lampe an. Du first. Die Lampe an. Ich soll vorgehen. Lass mich mal vorbei jetzt. Bist du das Wahnsinn? Ich soll da jetzt runterspringen? Wie wär's, du leuchtest mir mal. Gib mir die Lampe an. Gib mir die Lampe an jetzt. Ah. Oh, jävlar. Ich sehe halt nichts. Ah! Oh, Vater, ist ein Mutter da. Oh, wie fahren wir es dich? Shit, wie lukt er. Das riecht köstlich. Gib mir die Lampe ab jetzt. Immer vorausläuft. Dieser ekelhafte. Ja, ich bin Filmmann übrigens, genau. Hi. Ich bin der Filmmann. Ja, da ist. Hört mal, das ist doch nicht. Das sieht nicht christlich aus. Warte mal jetzt. Der geht aber weiter. Ich würde gerne mal was sehen, du Vogel. Wird es gerade heller oder? Das wäre super. Wäre von Sinnen. Das nervt mich ehrlich gesagt gerade so ein bisschen, dass er immer vorne wegläuft und ich kann nicht selber entscheiden. Ich möchte gerne selbst die Taschenlampe. Hoffentlich stirbt er bald, dann kann ich ja alleine weiterlaufen. Kuppel. Du hast es gerade gehört, oder? Nee, offensichtlich nicht. Ist ja nicht so wichtig. Ist irgendwas hinter uns, was knarrt und Krach macht. Ich meine, im Wald kennt man das. Schwedische Wälder sind halt so, ne? Ja, und nur? Schweden gibt es viel in Wasser übrigens. Und nu då? Ska vi gå tillbaka? In Schweden gibt es viel Wasser, also. Ich bin ein bisschen ängstlich. Da. Det är det där trädet. Om vi hjälps åt kanske vi kan välta det. Könnten wir es vielleicht vorantreiben? Na gut, dann lass mal treiben. Wie mit Hawaii und Pornhub, ne? Mit den Raketen, ne? Mit dem Raketenalarm da. Ja, oder wir mal benutzen? So. Zauberhände, ich muss nicht mal die Hände benutzen. Ja, Tester verstopft. Okay. Ja, da. Ja, da, nee. Der rote Chucks an, die Frau ist cool. Hat er gerade Blair gesagt? Ach, na toll. Ich sehe nichts. Ich
gucke mal, ob ich es ein bisschen heller machen kann, Leute. Es ist echt zu dunkel. Vertikale Synchronisation. Ach hier, Gamma-Wert. Ich möchte einmal den Gamma-Ray anpassen. Ja. Ist der Buchstabe im Hintergrund fast nicht mehr zu sehen ist. Was für ein Buchstabe? Du meinst... Das ist keine Buchstabe. Scaredy Cat habe ich bekommen. Achievement Scaredy Cat. Weil ich ein bisschen heller gemacht habe, weil ich sonst nichts, gar nichts sehe. Wenn ich das zu einer Scaredy Cat macht, ist gut. Ich hoffe, ihr seht etwas. Also ich meine, etwas geht. Ich werde sowieso nachbearbeiten, von daher. Ja. Lukas, oder wie du heißt. Schon wieder vergessen. Wie gesagt, ich hoffe, er stirbt eh bald. Der Glatzenmann, der uns entführt hat. Hey! Lukas! Du kannst nicht folgen auf floden längere! Ska vi gå tillbaka? Nej, men det fanns ingen väg där heller! Jag måste fortsätta här! Jag följer floden här. Försök hitta en väg över längre fram. Lycka till! Na toll, ich stampfe mal allein durch den Wald. Ich hab Bubis. Yay! Ich hab Bubis! Tröstet mich doch. Jetzt müsste so stockdunkel sein. Hey, durchs Unterholz, weißt du? Ich wäre schon längst hingefallen, hätte mir was gebrochen. Die Nase oder so. Hallo? Ich hab ein bisschen Angst. Was, laufen? Ja, jetzt laufen. Lass mich raten, ich muss gleich fliehen vor irgendwas, ne? Wir haben ein bisschen vor wie bei Stay Alive. Nee, nicht Stay Alive. Dai Young hieß das, ne? Dai Young, kennt ihr das noch? Ja, Elmsfeuer. Genau, weil ich da jetzt reinlaufe. Das ist meistens... Verarsche, die wollen mich in den Sumpf führen und dann sterbe ich. Ah, es ist so wunderschön. Soll ich mal? Sammel das Licht. Nein, ich rede jetzt einfach drüber hier. Oh! Oh! Da war gar nichts. Oh Gott. Ich will das nicht. Ich esse Löwenzahn. Leg mich schlafen. Ist das eine Lampe? Ach ja. Nicht springen. Ich drücke aber die. Okay. Das ist ein Riddler-Rätsel. Alter. Das ist ein Auto? Wer fährt hier mit einem Auto hin? Es ist immer noch saudunkel, oder kommt mir das nur so vor? War ein Murloc Baby, ja? Ein Murloc. Murloc Schmurloc. Aha. Warte mal, unten X, oben Kreis. Da muss irgendwas. Hier fehlt doch noch was. Macht ja keinen Sinn, wenn ich jetzt hier irgendwie... Finde ich denn jetzt hier Sachen? Ist das irgendwie... Ach, das Auto ist nur ein Motor für... Also ein Motor, sag ich. Antrieb für die Gondel. Ich würde wirklich gerne sprinten auf einer anderen Taste haben, als den rechten Stick... den linken Stick reinzudrücken. Total unpraktisch. Geht das so oder ist es so dunkel, Leute? Ich habe eine Sicherung gefunden. Aha. Kennt Food. Göttliches Opfer dieser Krallenregeln. Ist etwas zu dunkel, ich dachte es mir schon, ne? Aber ich werde das dann. Muss es dann halt im Nachhinein anpassen. Ich mache das mal hier ein bisschen heller jetzt für euch. Im Nachhinein werde ich es dann mit dem. Mit der Aufnahme dann irgendwie regeln. Ich rendere das ja noch mal ein bisschen. So.
Wie gesagt, heller will ich es jetzt aber ehrlich gesagt nicht machen, weil dann wird es wahrscheinlich milchig. Ist übrigens die Unreal Engine, sehe ich gerade. Sehr schick, sehr schick. Die mag ich, die kann eigentlich sehr gut Licht und Schatten. Was denn? Die heilige Pflicht. Ja. Was ist das? Der Schimmel ist schon violett. Du kannst hier mal dieses Schwanken lassen. Dass sie sich die ganze Zeit so ein bisschen... Die macht die ganze Zeit diesen da. Das ist echt nicht so geil. Oh, du, du. Knarzen kenne ich so ein bisschen aus dem Ninja, dieses wenn die Käferchen kommen. Ah, jetzt, ich spring halt immer, ne? Das ist echt ein bisschen... Debatt. Was? Aha. Ja. Was ist hier? Ich meine, diese Tafel sagt ja schon oben Kreis und ein X, aber ich meine, da ist das, dass ich den Strom damit umleite. Ich muss es ja hier. Warte mal. So. Ich habe keine Ahnung, wo ich da gerade tue. Ich muss ja die Gondel irgendwie zum Laufen kriegen, aber warum geht das nicht? Nein. Ich weiß nicht, was das jetzt war. Alter! Geh weg, du Knuspermann! Halt die Tür zu! Warum bin ich... Oh nein, nein, nein! Hallo? Warum geht das nicht? Geh mal, ich mach jetzt. Hier. Wow. Hey, nicht. Geh weg. Wie es halt immer noch unter mir langläuft, dieses Vieh. Der hat so ein bisschen von Land of Pain, ne? Ist der Kuchenmann. Der Lebkuchenmann. Hat seine Drops-Knöpfe verloren. Wahrscheinlich ist er deswegen so böse. Gott, Gott, Gott. Wie kann das Ding eigentlich so lange... Was muss das für eine Spannung haben, dieses Kabel übrigens, dass das ohne Stützposten so lange hier so hoch hängt, der Käfig. Was ist denn? Ein bisschen schnaufen. Okay. Eine magische Gondel, Knight, ja. Eine magische Gondel. Die kann das. Die kann fliegen. Ich finde übrigens, das ist ein sehr atmosphärisches Spiel. Das ist ein Satyr. Passt nicht so ganz in die griechische, passt nicht so ganz in die schwedische Mythologie. Also die nordische mit den Göttern ist ja... Heimdall, Thor, Odin, Loki und so weiter, ne? Ein Kelpie.
Ein Nöcken. Okay. Ich kenne mich nicht sehr gut aus dort auf Magic mit der nordischen Mythologie, aber... Ich meine, wir hatten es ja bei The Night in the Woods, wo man mit der Mutter da dieses ihren Sohn suchen muss. Der dann am Ende dem Wolf da verfüttert wird. Fenrir. Fenris? Oder verfüttert werden soll. Ich glaube, das ist wie die Verfolgung aufgegeben.